Mit der grenzüberschreitenden Durchsetzung harmonisierter Verkehrsvorschriften sollen Europas Straßen deutlich sicherer gemacht und die Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr drastisch reduziert werden. Dabei spielt der reibungslose Datenaustausch unter den Mitgliedstaaten eine entscheidende Rolle. Das Europäische Parlament sprach sich heute mit breiter Mehrheit für die grenzüberschreitende Strafverfolgung aus. Ich begrüße hierzu ganz herzlich den Berichterstatter der EVP-Fraktion, Georges Bach. Herr Bach, wenn man sich zum Beispiel als Autofahrer vorstellt, dass bei einem schweren Verkehrsverstoß in einem anderen Land persönliche Daten verschickt werden, kommt der Gedanke an Datenschutz auf. Müssen Autofahrer in Zukunft Angst haben, bei einem Verkehrsdelikt in allen möglichen Karteien hinterlegt zu sein? Autofahrer müssen zuerst mal Angst haben, wenn sie eine Regelübertretung in einem anderen Land tun. Der Datenschutz war uns sehr wichtig. Es geht, wie Sie sagten, hier in der Tat um Datenanfragen in einem anderen Land. Aber die Daten dürfen nur benutzt werden, ganz speziell zu diesem Delikt, wer der Halter zum Beispiel des Wagens ist oder wer der Fahrer war, der da geblitzt wurde, und dürfen für keine andere Verwendung benutzt werden, auch nicht gespeichert werden. Da können die Bürger sich in Ruhe wähnen. Das Vereinigte Königreich und Irland setzen die Richtlinie gar nicht um. Dänemark behält sich ein Opt-out vor, also einen Ausstieg aus der Richtlinie. Wie kann eine grenzüberschreitende Strafverfolgung stattfinden, wenn nicht alle EU-Staaten mitmachen? Ist natürlich schade und man riskiert hier wirklich so einen Flickenteppich zu bekommen, dass manche, wie Sie sagten, Länder nicht mitmachen. Aber das hat damit zu tun, dass wir die gesetzliche Basis ändern mussten hin zur polizeilichen Zusammenarbeit. Und in diesen drei Ländern existiert eine andere Gesetzgebung. Das heißt, aber bis jetzt haben wir noch kein Feedback bekommen, dass die Länder nicht mitmachen. Wir hoffen noch immer, dass sie dabei bleiben. Die grenzüberschreitende Strafverfolgung greift ja bei schweren Delikten, wie zum Beispiel bei Trunkenheit am Steuer. Der Rat hat ja diese Liste erweitert, unter anderem auf die Benutzung von Mobiltelefonen ohne Freisprecheinrichtung. Ist das nicht ein wenig hart im Vergleich zu den anderen Vergehen, die da genannt werden? Richtig. Ich denke, dass in erster Linie muss die Geschwindigkeit und Alkohol, denn das sind die Hauptursachen für schwere Verkehrsdelikte, meistens in Kombination von den zwei. Der Rat hat die Liste erweitert, das Parlament hat mitgezogen, ist aber an und für sich nicht so begeistert über die Erweiterung der Strafdelikte. Mhm. Welches sind denn die Punkte, bei denen Sie sich noch mehr Engagement vom Rat gewünscht hätten? Im Großen und Ganzen hat man eine starke Zurückhaltung beim Rat gespürt. Das heißt, das kommt natürlich auch nicht immer ganz gut an, wenn man sagt, Achtung, liebe Bürger, in Zukunft werdet ihr zahlen müssen. Aber ich denke, dass auch dem Rat die Wichtigkeit der Verkehrssicherheit an erster Stelle stehen muss. Und ich hoffe, dass mit einer Informationskampagne innerhalb der einzelnen Länder, dass der Rat auch wirklich da dahinter steht und ein Maximum einsetzt, um die Straßenverkehrssicherheit in Zukunft besser zu gestalten. Herr Bach, vielen Dank. Vielen Dank meinerseits.